Servus Regner. Servus Freud. Und? Heute waren wir schon im Gebiet. Richtig, Wahlkampf haben wir gemacht. Sechs Stunden lang, schön war's. Frisch war's. Kommt drauf an, ich habe eine warme Unterhose an, mir geht's gut. Ja, das ist ja in Ordnung. Hättest du mir gestern gesagt, hätten wir auch nicht besorgt. Trotzdem haben wir kalte Füße. Ne? Ja, nächste, die Füße nächste sind Woche kalt, ja. Können wir ja das nochmal nachholen. Da sind wir am Marktkauf am Plärrer, ja, jawohl. Da wird es besonders schön, denke ich einmal. Da sind wir wirklich mittendrin, da wo die auch naja, Probleme und Spannungen sind. Aber dafür sind wir ja da, wenn man nur dahin geht, wo es schön ist, nein, braucht man keine Politik, ja, zu machen. Man muss dahin gehen, wo es wehtut. Und richtig, wo sind wir jetzt? Da wo es besonders wehtut. Ganz arg wehtut. Das war heute auch ein Thema am Stand. Ja, bei der immer, Quelle. Immer wieder taucht die Quelle auf. Ja. Ne? Wir waren ja letzte Woche auf so einer Veranstaltung hier, haben wir ja schon mal erwähnt. Das ist, ich habe mich so geärgert, die machen da eine Aichi-Bombaichi-Politik. Die erzählen den Leuten, das können wir da, können wir das machen und das machen. Lauter Versprechungen. Erstens ja, natürlich ist nichts davon bezahlt. Ja. Und zweitens und vor allen Dingen tun die dauernd so, als ob ihnen das Gebäude gehören ja, würde. Und die tun ja dauernd so, als wenn das Ganze schon gelaufen wäre. Hier, wo sind ja schon über 100 Firmen, über 100 ja, Einzelfirmen, Ralf, weißt du? Ich habe alles Verständnis für die jungen Leute, die sich hier einquartieren. Weißt du warum? Ja. Die müssen ja keine marktgerechte Miete zahlen. Nein. Der Insolvenzverwalter, der freut sich über jeden Euro, sage jetzt mal, den er einnimmt, das ist ja klar, der hat ja hier Kosten mit dem Ding jeden Monat, das ist ja Irrsinn. Und die jungen Leute haben es ja letzte Woche gesagt, sie sind froh, dass sie etwas für eine geringe Miete hier bekommen haben. Das ist auch völlig legitim, das stört ja, mich überhaupt ja, nicht. Wäre ich jetzt irgendein junger, sagen wir mal, Kulturschaffender, da haben wir einen Toningenieur zum Beispiel gehabt, der hat da seine Sachen, das finde ich in Ordnung. Aber der Investor, es ist keine Lösung für die Stadt. Der Besitzer, ja, der lebt ja nicht davon, dass er hier jetzt irgendwas richtig, unter Preis, richtig, was schon zur Verfügung steht, richtig, diese 100 Leute. Oder da müssen wir aufpassen, dass uns da kein zweiter Milchhof kommt. Ja gut, das habe ich schon mal gesagt. Ich vermute, dass das irgendwann passiert, wenn es so weitergeht. Die Gefahr droht auf jeden. Aber schau mal, die Stadt Nürnberg kommt ja nicht in die Buschen. Und seltsamerweise, warum gibt es jetzt da so schnell plötzlich einen Vorentscheid für die Quelle? Ja, böse Zungen behaupten ja, das könnte mit einem gewissen Wahltermin zu tun haben. Also das kann man jetzt so nicht sagen. Ja, übrigens, da drüben hängt ja da an diesem Plakatständer hängt ja da ein schönes Bild vom noch Oberbürgermeister Uli Mali. Der also hier Leidenschaft. Leidenschaft steht drauf. Ja, und ja, sehr optimistisch streckt ja, ja, er dem Betrachter die Hand entgegen, als ob ja, er gleich das Patschebötchen ergreifen möchte. Also ehrlich gesagt, hätte er mal lieber hier die Gelegenheit ergriffen. Er entdeckt ja wie so vieles nach 12 Jahren, er entdeckt halt jetzt auch die Leidenschaft, die er bis jetzt hätte er, hätte er mal lieber hier die Hand ergriffen, die sich ihm ja, hier geboten hätte. Ja. Denn die Stadt Nürnberg hat ja dieses Objekt erwerben können. Ja. Verkaufsrecht. Wir von der CSU wollten es erwerben. Und ja, dann hätten wir genau das gleiche Prinzip angewandt, das wir am Schlachthof gemacht haben. Hat wunderbar funktioniert. Die Stadt kauft, ja, dann teilt sie auf. Die Stadt lässt projektieren. Und sagt, auf dieser Fläche wollen wir Wohnbebauung haben. Einfache, sozial gebundene. An dieser Fläche wollen wir freie Wohnbebauung haben. Und so weiter. Da, so. Und dann verkauft man es mit diesen klaren Projektzielen an Bauträger. Freut, es mangelt ja nicht am Kapital. Es mangelt ja, nicht am Geld, es mangelt nicht an den Es mangelt Leuten, am Stempel von der Stadt. Und da muss man wirklich fragen, wenn der OB Mali mit Leidenschaft plakatiert, er möchte in Nürnberg bitte ein wenig weniger Leiden schaffen, sondern lieber ein wenig mehr mal was voranbringen. Gestern habe ich mal was gesagt über den Fraktionsvorsitzenden der SPD, den Herrn Vogel, ja, dass er uns Unsinn in unserem Wahlprogramm vorwirft. Ich werfe Ihnen jetzt einmal Unsinn vor. Es ist ja, völliger Unsinn, wenn man hier in einem Vorbescheid zwar sagt, die bestehenden 18.000 Quadratmeter Verkaufsfläche bleiben, ja, aber dann halt nur 90.000 Quadratmeter für Büros. Wer im Leben braucht hier in Gosselhof 90.000 Quadratmeter Büros? Kein Mensch braucht das. Was wir brauchen, sind Wohnungen und ja, wir brauchen hier mehr Bildung. Also, wir brauchen ein neues Gymnasium André, in Gosselhof und Schule. Das möchten wir den Leuten weiterhin so erklären. Ist es. Und wo machen wir das? Müssen wir dranbleiben. Wir müssen ja halt nur mal Wahlkampf machen. Ja, freilich. Wenn wir nicht verschenken. Ja, ja, ja. Also, wir müssen Wahlkampf machen, ja, den Leuten die Sachverhalte erklären ja, und ihnen klar machen, dass nicht jeder, der jetzt hier mit Leidenschaft plakatiert, ja, auch wirklich in seinem täglichen Amtsgebaren mit Leidenschaft für Nürnberg brennt und was tut. Vergiss die Leidenschaft. Tatenskraft ist gefragt. Tatenskraft, gut, hast wir gut müssen, gesagt. Wir müssen gut es gesagt tun. Und wir wissen, der Bremen ist einer, der eben was macht. Und das macht, dürfen wir nicht vergessen. Alles klar, Regner. Erklären wir es die Leute. Erklären wir es die Leute. Im Wahlkampf. Wir gehen ja wieder ins Gebiet. Ins Gebiet. Regner, also, wünscht dir was. Freund, Servus. Servus.